Immer mehr Menschen können sich nicht mehr leisten, da zu wohnen, wo ihr Lebensmittelpunkt ist, wo ihre Freunde sind, wo sie arbeiten, wo ihre Kinder zur Schule gehen. Probleme in Freiburg sind dieselben wie in Berlin. Immer weniger Menschen können sich das Leben in der Stadt leisten. Übrig bleiben die, die dicke Kohle haben, schön nah zum Kindergarten. Der Rest muss vor die Städte ziehen, in die Ränder. Wir machen heute eine Demonstration. Das ist der Auftakt einer bundesweiten Kampagne der Partei Die Linke. Wir wollen einfach 250.000 Sozialwohnungen mehr in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand. Wir erleben im Mietbereich eine krasse Enteignung, und zwar eine Enteignung der Mitte, der Beschäftigten und der Rentnerinnen und Rentner. Und es gibt Profiteure. Zu diesen Profiteuren gehören Immobilienfonds und Miethaie. Und wer bezahlbares Wohnen will, muss bereit sein, sich mit den Miethaien anzulegen. Das sind wir als Linke. Die Regierung hat ja tatenlos zugesehen viele Jahre. Und jetzt wird endlich Zeit, dass was passiert. Und außer irgendwelchen Alibi-Aktionen von Seehofer und Merkel passiert gar nichts. Wir brauchen Mietenstopp. Wir brauchen endlich wieder einen sozialen Wohnungsbau. Aber eigentlich auch das Wiener Modell, dass einfach wieder viel mehr Wohnungen bei der Stadt sind. Und ich freue mich, dass jetzt Leute auf die Straße gehen und sich wehren. Und das wird auch höchste Zeit.